vorgestellt. Northgard Relics. Ja, von Shiro Games. Der Key wurde mir zur Verfügung gestellt von Sebastian Vidal, heißt er, glaube. Wo können wir das sehen? Hier unten, glaube ich. Hier sind so die Credits bei. Ja, hier ist der Christian Sebastian Vidal. Okay, recht herzlichen Dank dafür. Ja, hier sind so Einstellungen, könnt ihr sehen. Ja, Scrollgeschwindigkeit, Grafik. Ich lasse es mal einfach so stehen und hoffe, dass es so funktioniert. Musik habe ich ein bisschen leiser gemacht, ist aber auch sehr gut im Hintergrund am Laufen. Bisschen hier die Lautstärke hoch, damit ihr was davon mitbekommt. Hier sind die Tastaturkürzel. Und ja, da sind die Credits. Profil haben wir keins. Spielerprofil, Gesamtfortschritt, Geschichte. Und Spiele wahrscheinlich bin ich da erstmal noch nicht mit beschäftigt. Spielladen, ich habe noch nichts gemacht. Ich werde es so hinkriegen. Es gibt einen Mehrspielermodus, der dann so aussieht, dass man hier Spiele erstellen kann, beitreten kann, etc. Aber das machen wir ja jetzt nicht. Geschichtenmodus ist also wie Kajara. Son of the High King Hargurorf, and this is my saga. It all began one fateful day. Hören wir da mal rein, ne? My father had gathered all his jarls to make an announcement of the utmost importance. We were to embark for the wondrous lands of Northgard. Riches, conquest and glory awaited us on this mysterious new continent. But the Norns had other plans for us. Dozens of armed men suddenly poured into the hall and put an abrupt end to our ambitions and to our lives. They were mercenaries led by a man named Hagen from the clan of the Raven. In a matter of minutes, we were all slaughtered like sheep. All but me, barely conscious and vastly outnumbered, I had no way to fight back. So I feigned death. I seethed as he stole the map of Northgard and ripped the regal horn from my father's throne, a family heirloom and the very symbol of our royalty. I had to avenge my father and reclaim my kinghood. Ja, das ist die Geschichte, ne? Und dann geht's weiter. Da ist hier also unser Kapitel 1, Exodus. Da geht's dann wohl los, ne? Würde ich sagen. Sieht so ein bisschen aus wie Spanien. Allerdings sind die Inseln hier unten nicht so, ne? Passend. Wird woanders sein. Gut, dann denke ich mal, wird es hier weitergehen. Und schauen wir doch da mal rein, oder? Wir sind weit in Fenerion entkommen. Jetzt mussten wir ein Küstengebiet finden, um nach Nordgard zu segeln. Okay, da werden wir uns jetzt da mal damit beschäftigen, Brand. Das sind wohl wir. Schwierigkeit ist schwer. Ich weiß nicht, ob wir schwer lassen sollten. Extrem schwer. Schwer ist schon die Mitte. Achso, okay, dann können wir das mal lassen, wenn das die Mitte ist. Ja, da sieht man dann die Anfangsboni, die er hat. Aber wir legen einfach mal los, wenn wir was sehen. No strength left when I encountered a group of runaways of the Stag Clan, led by a proud young man named Bran. Hagen's men had set his town aflame, and he had nothing left, not even his father, the clan's jarl, who had died at the hands of the fiend, just like mine. Our common enemy had sailed for Northgard, of which he now had a map. All I could think about was finding him to avenge my father and retrieve the regal horn. Okay, da war Brand doch nicht wir, sondern ein Kollege aus einem anderen Clan. So, da haben wir jetzt die Karte. Aber wir sind sein Gebieter. Sehr interessant. Da sind wir wieder fit, ja. Ja, Wut scheint das ausgezeichnete Heilmittel zu sein. Wir haben allerdings genug Zeit verschwendet und sollten schleunigst Hagens Verfolgung aufnehmen.
Stimmt, die Zeit drängt. Wir haben unser Lager weit entfernt von Feind aufgeschlagen, sitzen jedoch in einer unbekannten Provinz am Rande eures Königsreichs fest. Ich werde mich ihres Vertrauens würdig erweisen. Zwar soll ich mich schnell an diesen Abschaum rächen, doch ihr Überleben geht vor. Okay. Unsere Besonderheit ehrt uns. Zudem können wir uns nicht rächen, wenn wir vorher verhungern. Genau, wir müssen erstmal gucken, dass wir überleben. Viele Mörder gibt es zu stopfen. Okay, dann suchen wir nach Nahrungsquellen. Ja, nach Skordgard zu segeln, muss man wohl übers Meer. So, dann müssen wir Dorfbewohner als Speer hinkriegen. Und dann müssen wir das Land erkunden. Ja, dann geht's wohl los, ne? Erste Schritte. Das Tutorial sozusagen, ne? Ja. Klickt auf Bauen, um ein Gebäude zu errichten. Wo ist denn Bauen? Ist das irgendwo highlighted? Am Rand? Da unten ist Bauen. Und dann brauchen wir was? Das Speerlager, da ist es doch. So, und jetzt müssen wir gucken, wo wir das hinsetzen. Ich würde es jetzt einfach mal, da wir nach Norden spähen wollen, würde ich das jetzt auch mal hier hinsetzen. Das war nix. Ich hatte jetzt gedacht, mit Rechtsklick geht das, aber war wohl nicht. Ah, jetzt hat es funktioniert. Und dann wird das jetzt gebaut, automatisch von unseren Leuten, sehe ich so. Hier unten ist der Fortschrittsbalken, sehr interessant gelöst. Und wir warten, bis das Ziel gemacht ist. Das Gebäude ist bereit, klickt, um einen Dorfbewohner auszuwählen. Ich muss jetzt den und der soll dahin. Geht das? Ja, geht super, oder? Ich habe sie jetzt einfach mal genommen, egal wer das ist, oder? Jetzt müssen wir Holzfällerhütten haben, ist auch klar. Holzfällerhütte, wo ist denn hier das meiste Holz? Ja, hier rechts einmal, ne? Aber da drüben ist auch noch was und vielleicht können wir das hier hinkriegen. Ja, sieht so aus, als ob das geht. Dann lassen wir das weitermachen. Und dann müssen wir einen Dorfbewohner wiederum zum Holzfäller machen. Ja, doch, stimmt. Ja, er ist noch am Bauen, aber ich denke mal... Oder? Er ist ein Träger. Das ist unser Held. Achso, ist noch nicht fertig, alles klar. Dann machen wir ihn hier mal dahin. Noch geht's nicht, aber jetzt. So, dann haben wir auch einen Holzfäller. Hoheitsgebiet zu erweitern, ist die Besiedlung des neuen Gebiets mit Hilfe von Nahrung erforderlich. Klickt auf das Gebiet und geht Nahrung aus, um es zu besiedeln. Also, okay. Und 20 Äpfel brauchen wir dafür. Wo sehe ich unsere Äpfel? Da oben 224 können wir also machen. Sollte funktionieren. Da geht es auch weiter, wie man sieht. Und dann haben wir unseren Wirtschaftsraum erweitert, ne? So, jetzt haben wir das erledigt. Wir können hier Felder anlegen. Ertragreiches Land ist das hier, oder was? Okay. Ah, jetzt haben wir ja auch neue Dinge, Felder. Okay, dann machen wir das doch mal dahin. Das ist wohl so gewünscht, ne? So. Wir haben ja jetzt schon hier jemanden drin, ne? So ein Speer, oder? Ich gehe mal mit unserem Ding ins... Ah, da oben läuft wer. Und da sind auch Wölfe. Ist das einer von uns? Ach, das ist unser Speer. Der läuft da mal durch die Gegend an den Wölfen vorbei. Oder wie sehe ich das? Was macht denn hier? Er scheint mir jetzt irgendwie so ein bisschen doof, ne? Wenn die da rumläuft.
rein. Die kommt jetzt wieder. Befehle widerrufen. Ja, was macht die denn? Ja, weiß ich auch nicht. Lass mal da und dann bewegt die sich von alleine und späht das aus. Okay, alles klar. Hier muss noch gebaut werden. Ebene, dieses Gebiet ist leer, jo. Wie geht's denn weiter? Steht hier nicht, ne? Also es müsste jetzt hier weitergebaut werden erstmal, ne, oder? Und wer macht das? Gibt's überhaupt jemanden, der das macht? Kann man jemanden der Baustelle zuweisen? Okay, das ist der. Bereits diesem Gebäude zugewiesen. Okay, jetzt läuft die Person da hoch. Ist jetzt nicht so ganz klar. Ach, hier unten stehen die Rohstoffe, die Gebäude, die das Gebäude noch brauchen, oder? Sehe ich das richtig? So, jetzt wird auf jeden Fall gebaut. Holzfäller fällt Holz, das ist schon mal gut. Okay. Gebiete bei der Erkundung des Gebietes wurde eine verlassene Hütte entdeckt. Das ist doch immer cool, oder? Untersuchung. Vielleicht können wir da Ressourcen holen, ja. Dann müssen wir das Gebiet erst wieder mal besiedeln. Na, dann lass den Speer mal spähen. Wir warten erstmal, bis das hier fertig ist, weil das kostet uns natürlich aber für 40. Wir haben schon 328, also dann lass uns das mal machen. Jetzt ist die Frage, wie komme ich an weitere Siedler oder sowas? Wachsen die von alleine? Ah, wir finden da sogar was. Und das ist unser Dingens. Ja, dann mach mal da. Dass das da schon steht, ist aber ein bisschen doof gewesen, oder? So, jetzt wird erkundet da. Was ist denn das hier? Ah, Bevölkerung 6 von 6 läuft, ne? Dieses Gebiet ist noch nicht erkundet. Okay. Was macht denn der da? Achso, der ist noch so lange am Erkunden. Wir brauchen Häuser, okay. Dann wollen wir doch mal auf den Baumodus gehen und gucken, dass wir hier ein Haus kriegen, ne? Ja, würde ich jetzt hier so hinsetzen mal, ne, oder? Okay, da kommt schon jemand und macht das, ne? Und hier fehlt wahrscheinlich jetzt eine Person, die das... Naja, arbeitet. Ich sag mal, diese Person wird da gleich arbeiten, wenn die Hütte da fertig ist. Ein Ausbildungslager sollen wir bauen. Aber jetzt machen wir erstmal eine Hütte. Mal schauen, wie lange das braucht, ne? Okay, ist wohl fertig. Und diese Person geht da jetzt erstmal Nahrung herstellen. Er ist noch beschäftigt. Und das Haus. Also drei, ne, fünf gehen da rein. Alles klar, dann sollte das auch mit dem Wachsen jetzt vielleicht klappen. Ah, nächster Dorfbewohner bei 40% sind wir da schon. Das ist schon mal gut. Okay, das würde bedeuten, wir warten erstmal ab, bis der spawnt. Der Spieler haben den verlassenen Holzschatz gefunden. Ihr habt 100 Holz gefunden und 100 von dem anderen Zeug. Es wird kälter, bald bricht der Winter ein. Okay. Das heißt, wir brauchen mehr Holz. Okay. Okay, weiß Bescheid. Jetzt brauchen wir ein Ausbildungslager. Tendenziell, nee, ein Haus brauchen wir noch nicht. Ich glaube, wir machen noch eine zweite Holzfällerhütte. Hier oben weiterhin. Würde ich jetzt mal sagen.
Und nahrungsmäßig, okay, das ist jetzt schwierig dann, ne? Weil wir haben das Feld. Vielleicht können wir da nochmal ins Baumenü gucken. Heilerhütte. Nahrungssilo. Dann machen wir mal Nahrungssilo, ne? Ich würde das mal so ziemlich zentral hier hinstellen, wenn es denn geht, ne? Aber das geht gerade wohl gar nicht, oder? Erfordert ein Gebiet mit natürlichen Nahrungsressourcen. Ist das hier oben? Okay, gibt's hier nicht. Ja, dann nicht, ne? Oh, jetzt ist das Eis da. Schauen wir nochmal rein. Skald, Militärausbildungslager. Dann machen wir mal ein Ausbildungslager irgendwo hin. Da geht's nicht. Hier oben wird's gehen. Machen wir das doch erstmal dahin, ne? So, wie viele Leute haben wir denn jetzt? Es sind schon zwei mehr geworden. Das ist ja schon mal cool, ne? Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir noch ans Essen kommen. Vielleicht können wir hier was noch reißen. 80 Nahrung können wir uns aber leisten. Dann machen wir das mal, was da passiert. Hier wäre natürlich auch eine Holzfällerhütte nicht schlecht, ne? Haben wir schon eine zweite gebaut? Ja, hier. Haben wir gebaut noch nicht, ne? Schwierig. Was macht denn jetzt das Silo? Geht das hier vielleicht hin? Nee, ne? Nee. Gibt's gar keine Möglichkeit mit dem Silo. Ausbildungslager haben wir angestoßen. Heilerhütte. Ja, das wäre jetzt auch noch interessant. Eine Heilerhütte hier oben, weil da kämpfen wir wahrscheinlich als nächstes, ne? So, machen wir erstmal. Aber wie geht's voran? Bauen wir noch eine Holzfällerhütte? Ja, die haben wir doch schon aufgegeben. Brauchen wir nicht mehr. Die müssen wir mal priorisieren, ne? Bauen, Brand, Bereich entwickeln. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Macht ja keiner was, ne? Komm mal du hier hin und bau du mal die Holzfällerhütte. Wir brauchen definitiv mehr Holz zum Heizen, haben die gesagt. Da wollen wir mal gucken, dass wir das auch hinkriegen, ne? Dass wir da mehr Holz zum Heizen haben. Wird denn jetzt da gebaut dann? Ja, wird auf jeden Fall gebaut, ne? Ich habe die Prio noch nicht verstanden. Und ich sehe schon, es ist nur noch ein Platz in den Häuslein frei. Okay, kann man nicht da einfach so hinbauen? Krass. Ich weiß nicht warum, aber dann bauen wir es hier hin. Und baut schon, das ist schon mal cool. Ist noch nicht ganz fertig, aber jetzt. Ja, und dann kannst du auch gleichzeitig da weiterarbeiten. Okay, da oben ist ein bisschen Holz, ne? Ich hoffe, das funktioniert hier. Ja, sieht gut aus. Okay, jetzt haben wir dieses Gebiet noch erschlossen, nicht entschlossen. Okay, euer Hoheitsgebiet, unser Angriff, ihr müsst euch verteidigen. Wo? Wer? Da oben wird irgendwie angegriffen. Wo ist denn mein Held? Den hatten wir doch auch schon mal hier, oder? Da ist er. Geh mal hier hin. Ist der Angriff hier gewesen, oder was? Da ist er, aha. Den kriegen wir ja so kaputt mit dem Helden, ne, oder? Gut, hat geklappt. Was ist jetzt los? Ah, der Speer ist immer noch unterwegs, alles klar. Da müssen wir uns weit nach Norden arbeiten. Okay. Gut. Ausbildungslager immer noch hier. Klappt immer noch nicht. Du bist doch schon mal so stark und kannst jetzt mal erstmal das Ausbildungslager machen, ne? Weil das erscheint uns dann jetzt doch mal wichtig, ne? Damit wir dann Verteidigung haben. Ja, die Küste sollen wir erreichen, ne? Ja, das ist ja jetzt eigentlich nicht so schwer. Wir klicken da drauf und dann brauchen wir nur hier. Oh, 120.
Lager ist schon voll. Aber... Ach, das wird verteidigt, okay. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet, wir müssen die, die da drinnen sind, töten, oder was? Gehen wir doch mal hier näher rüber, oder? Das sind drei, ne? Hm. Können zwei zu viele sein? Ah, vier, da ist noch einer. Okay. Komm du doch mal hier rüber. Hm. Die Hütte ist noch nicht fertig, oder doch? Komm du mal hier hin. Okay. Sammeln. Sammelpunkt machen wir mal hier hin, oder? Aber wie kriegen wir die denn? Wir können nur eine Brandeinheit haben. Ach, hier aufwerten. Nee. Wie kriege ich denn jetzt da einen raus? Ach so, ich muss wahrscheinlich einen unserer Leute nehmen. Und da reinstopfen, ne? So sieht's aus. Dann gehst du den Heiler machen, okay? Wo ist noch eine Hütte hingekommen? Hier unten irgendwo. Ist die schon fertig? Ja, die ist schon fertig. Wie viele Leute haben wir denn? 16, okay. Hier, die läuft doch so locker daher. Da kann die doch mal da was machen. Das ist schon Krieger, cool. Dann haben wir ja schon zwei. Dann können wir mal gucken, ob wir... Wo ist denn der? Das ist denn hier, stehen wir mal nicht. Hier sind alles Hirsche, oder was? Gehen wir mal rüber. Oh, die kommen gleich alle auf einmal. Hm. Dann müssen wir mal gucken, dass wir das hinkriegen, ne? Aber die kommen nicht nach. Sehr interessant. Und, Heilerhütte. Derzeit geheilt. Krieger. Wird er jetzt, wenn er in der Nähe ist, geheilt? Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall haben wir hier noch einen mehr. Und dann nehmen wir mal noch jemand mehr. Geht nicht mehr. Errichtet mehr Lager, um eure Krieger zu vergrößern. Okay, dann super. Aufwerten geht nicht. Also er wird definitiv geheilt, das ist schon mal positiv. Wir müssen dann noch ein Lager mehr haben, aber ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht. Wir müssen dann mit denen, die wir haben, hinkommen, oder? 14 von 16. Kriegermeute sind zweimal gerade. Ja. Der Heiler funktioniert erstmal. Weiß nicht, wie weit wir mit dem Helden sind. Aber ich glaube, wir gehen mal hier hin. Und gucken zu, dass wir die kaputt kriegen, ne? Ich glaube, das sieht gerade nicht so gut aus. Jetzt haben wir nur noch zwei. Aber wir haben es geschafft, oder wie sehe ich das? Und dann sind wir ja schon da durch. Na komm, dann werden wir doch hier das auch nochmal machen, oder? Okay. Wolfsbau zerstört und Folgendes erhalten. Gut, dann nehmen wir das auch nochmal dazu. Weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Die können jetzt da hingehen, oder was? Ja, super, oder? Eine Jagdhütte. Die bauen wir doch mal hier hin. Hier waren noch lauter Hirsche. Und Gott ist uns nicht, Tor oder wie auch immer heißt, ne? Ist uns nicht wohlgesonnen gerade, oder? Ach, wir müssen noch weiter. Alles klar. Das ist noch nicht ganz Norden. Ich dachte, das wäre schon Norden.
Dann schauen wir mal da durch, ne? Also die Rehe sind ja schon mal da. Das wird gemacht, Ebene. 14 von 16 Leute haben wir. Mehr nicht. Können wir denn nochmal irgendwo so ein Langschiff-Dock? Heilerhütte? Holzfällerhütte. Speer. Achso, das Militärgebäude war ja da unten, ne? Ist das das Militärgebäude? Ausbildungslager auf jeden Fall. Und wo ist das Meer hier? Also das Langschiff-Dock sollte dann da auch hingehen, oder wie? Ja, zack. Schauen wir mal, dass es gebaut wird, ne? Aber irgendwie gehen die da nicht von alleine hin, das habe ich auch schon gemerkt. Da bitte mal einmal hin. Und dahin. So, das Wetter wird besser. Und es funktioniert erstmal, oder? Sie tut nichts. Dann geh du mal ganz nach Norden und trau dich mal, das Dock zu bauen. Tja, nächster Bewohner kommt dann auch rein. Wir haben 15 von 16, gleich ist kein Platz mehr. Hatten wir schon ein Haus irgendwo noch gebaut? Nee, ne? Okay. Also, da müssen wir noch einen auswählen, der das baut. Geh du mal das bauen. Ah, er geht jetzt schon dahin. Und sie baut da. Und den wir gerade losgeschickt haben, wo ist der unterwegs? Keine Ahnung, ne? Sie ist fertig, sie geht jagen, würde ich jetzt mal sagen, ne? Ja, und er hat die Hütte fertig, ne? Dann machen wir einen Jäger aus ihnen. Hulk. Wo sind die anderen beiden? Hier. Einen hatten wir ja schon verloren, ne? So, 21 Leute sind da unterwegs. Jetzt die Frage, ne? Hier oben wird schon kräftig gearbeitet. Das ist alles fertig. Das war noch ein Holzfäller, ne? Ja. Oh, wir haben was geschafft. Das Dock ist fertig. Endlich. Schade, konnte ich nicht lesen. So schnell war das weg. Habe aber nichts gedrückt. Lichte die Anker. Wir sind bereit, nach Nordgard zu segeln. Okay. Ende Nahthagen. Ja, damit haben wir das schon mal geschafft, ne? Das Tutorial, würde ich jetzt mal sagen, war das. Und jetzt gibt es eine Fortsetzung dann. Wir können ja mal nochmal reinschauen, aber mal gucken, wie es geht, ne? Ja, da geht's zu Kapitel 2, die Entdeckung. Ich dachte, es käme eine Story-Geschichte, aber vielleicht, wenn wir draufklicken, ne? Machen wir das doch mal. Bonusziel werden nach der ersten Mal Abschluss des Kapitels enthüllt. Okay. Ja. Spiel starten, ne? Gute Frage, ob wir das Spiel starten, ne? Aber machen wir mal. My companions' eyes were shining with ambition. They were eager to set foot on the untamed lands of Northgard and reap its wonders. But my heart was tormented by a darker appetite. Vengeance. Okay, Ladebildschirm und dann kommen wir in die neue Welt mit dem Schiff. Legen wir wahrscheinlich jetzt gleich an. Ein bisschen Story gibt's noch, machen wir noch. Würde ich mal sagen. Hier diese kleinen Sachen, ne? Oh, so viele Schiffe. Landauer, endlich betreten wir Northgard. Gebieter, wir haben unsere Langschiffe auseinandergenommen und mit dem Holz ein Gemeindehaus an der Küste errichtet. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Danke für euren Einsatz. Wir harren euren Befehlen, um die Region zu erobern und unseren Clan zu vergrößern.
Es gibt noch viel zu tun. Wir müssen das Gebiet in der Nähe besiedeln, um unseren Lebensraum zu vergrößern und Ressourcen zu finden. Und unseren Ruhm erhöhen, um die Region rechtmäßig zu beanspruchen. Passt bitte auf euch auf und führt uns zum Sieg, Gebieter. Ja, der Clan von Ektirnir. Okay, wir haben zusätzliche Ressourcen, Zufriedenheit und Ruhm. Gut, dann. Ne, das sind andere Ressourcen, das Ruhm ja. Ja, da müssen wir dann Zufriedenheit und Ruhm erlangen, damit wir besser unterwegs sind. Ja, das sind die Ziele dann. Besiedelt 8 Hoheitsgebiete, erreicht 200 Ruhm. Und dann sollen wir das bauen. Aber das machen wir dann in einer weiteren Folge, würde ich sagen. Dies ist ja eine Folge, die ich neu gemacht habe. Da hatten wir eigentlich noch Egypt Old Kingdom am Laufen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da noch eine Runde weitermachen oder hier erst noch eine Runde. Ich glaube, wir machen hier erst noch eine Runde weiter, weil das ist ja doch ganz spannend ist. Das andere war ja casual, so zwischendurch mal, wenn wir dann wieder Lust haben. Ne? Alles klar, wisst ihr Bescheid. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und macht die Glocke an, dann werdet ihr für die nächste Folge informiert. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss!